Ja, da blinkt hier gerade was auf. Achso, sind nur Pfeile. Ah, hier ist noch Bergungsgut. Ne, Granaten. Das war ich wieder nicht. Tja. Da müssen wir wahrscheinlich da. Ne, falscher Fall. Ich wollte den Fall hier. Aber. Ah, da, okay. Und drauf da. So ein Ding brauche ich auch. Das ist voll geil. Und jump. Und nochmal. Und hier kommen wir, glaube ich, dann drauf. Jo. Sehr schön. Hier mal noch eben umschauen. Ja, da ist doch was. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Ja, der Typ war echt ein Knall. Aber, das haben wir uns ja schon gedacht. Ist so ein bisschen typisch Hollywood-mäßig hier. Okay. Hier kommen wir rauf. Wo müssen wir jetzt rauf? Unser Weg ist dahin. Nee, das Stacheldraht, da kommen wir jetzt nicht hoch. Hier kommen wir wieder hoch. Ah, da ist noch die Leiter. Da kommen wir also her. Lang, nicht her. Und wieder springen. Bisschen zur Seite. Komm, komm, komm. Und drauf. Ja, man bricht das hier auch alles nur noch zusammen. Und komm her. Ich brauch dich. Ja. So, dann das da. Ja, komm. So. Und der nächste Sprung. Oh, das tut weh. Ich dachte, ich schaffe das. Soll ich ihn vielleicht nochmal ranziehen? Ja, so ist gut. Ich habe es schon wieder fallen sehen. Und jetzt ranziehen. Hä? Okay, vielleicht soll ich warten, bis der Ding ausgeschockt ist. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Oh, schnell weiter. Und. Oh, wow, wow. Okay, ist nicht abgestürzt. Damit habe ich da ziemlich gerechnet. Was war denn da? Sieht mir nicht so aus, als wäre es hier der normale Weg.
bisschen hier zur Seite. Und rüber. Und nochmal. Da haben wir dann eine Leiter. Kommt man hier irgendwie runter? Ja, kommt man runter. Allerdings ist das Letzte, was man macht. Aber die Felsen, wo sie immer gegenknallt, sind doch immer die gleichen. War dem wahrscheinlich zu teuer, verschiedene Animationen zu machen. So. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da unten was ist. Was versteckt ist. Einfach mal ausprobieren. Und jetzt rauf. Komm, rauf, rauf. Springen. Darauf und Bergungsgut. Ah, wieder was vom Bogen gefunden. Brauche ich nur noch ein Lager. Das dürfte der letzte Upgrade von Bogen sein. Der kriegt gar nicht mit, dass ich seinen Kumpel gekillt habe. Sein Bruder. Ah, ist gut so. Soll die ja gar nicht mitbekommen. So, da wäre Munition. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo auf. Aber. Ah ne, wir müssen darüber. Komm, auf da. Und drüber. Und. Ja, sehr schön. Du hast es echt drauf, Lever. Und hoch. So. Wo müssen wir jetzt hier dran? Da, ne? Ja. Ganz schön zugig hier. Meine Güte. Oh, ich glaube, wir müssen hier rum. Ah, sieht gut aus. Wow. Ich habe sie gerade abstürzen sehen. Zur Seite, komm, 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 komm. Nee. Weil dieses Ding, wie von wegen ein Grab. Aber da kam kein Ding, dass da ein Grab wäre. Okay, wir müssen da dran springen. Ich glaube, wir machen erstmal das Ding in der Weg. Sonst stehen wir da nämlich im Weg. So. Springen und schön gerade festgehalten. Sehr gut. Dann nochmal ein bisschen Bergungsgut. Können wir immer viel gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwas? Kerzen, eine Strichliste. Ein kleines Geschoss. Auch kaputt. Tja. Mir scheint jetzt hier erstmal nicht versteckt zu sein. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, da hinten ist wieder ein Lager. Sturmjägerin. Ist da jemand? So, erstmal schön runtergehen. Oh. Oh. Drücken, drücken, drücken. Okay, da kommen wir aber nicht weiter. Ich glaube, wir müssen tatsächlich runter. Nur halt nicht so schnell, dass wir auf einmal hier runterfallen. Ah ja.
Das Geocaching. Ja, komm. Schon wieder. Eins von drei. Wir haben noch keins davon voll gemacht. Überall brennt hier Licht, sogar elektrisches Licht. Haben wir auf jeden Fall guten Elektriker hier. Das ist immer schön im Schussfeld. Wo geht's? Achso, hier ran. Da ist irgendwas. Da auch. Ja, quetschen wir uns mal hier durch. Wir müssen einfach hier runter. Aber man hört die Typen so schlecht. Jedenfalls scheinen diese krassen Wächterviecher hier zu sein. Ja, neues Lager. Neues Buch. Jetzt mal die Typen hier loswerden. Ah, da ist er. Was zur Hölle? Scheiße. So. Okay, ich glaube, das war's. Zumindest vorerst. Jut, jut. Hier haben wir sonst nichts mehr. Dann hören wir uns erstmal das Tagebuch hier an. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay. Diese Oni. Das sind wahrscheinlich diese riesen Viecher, die wir da mal kurz gesehen haben, wo wir in diesem riesen Haufen von dem Leichenberg da waren. Bin ja echt mal gespannt, was es mit denen auf sich hat. Da ist mal noch schauen, ob hier was anderes irgendwo versteckt ist. Dem scheint aber nicht so. Da hier ist irgendwie so ein Handabdruck. Aber machen können wir da nichts. Ja, dann gehen wir mal eben zum Lager und graden unseren Bogen ab. Sportbogen, Waffenmodifizierung. Kuponbogen zu Sportbogen. 100%. Upgrade. Genau, das wollen wir ja. So, jetzt haben wir hier noch so mehr Hightech-Bogen. Hab ja schon mal gesagt, da bin ich kein Fan von. Ich habe lieber meinen schönen englischen Langbogen, den ich selber gemacht habe. Napalmpfeile hatte ich ja Bock drauf. Explosive Pfeile, klingt aber auch geil. Diese Pfeile sind mit Granatsplittern versehen, die beim Einschlag explodieren. Ich glaube, die würde ich dem beim Fallen auf vorziehen. Dann haben wir hier Gegengewicht. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision mit erhöht damit den Schaden. Das ist immer gut. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal das. Auch wenn die explodierenden Pfeile cool sind. Erstmal noch mal ein bisschen mehr Schaden. Ist nie verkehrt. Durchdringende Pfeile, aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Auch nicht schlecht. Ja, der Bogen ist schon echt eine coole Sache. Ich finde das auch sehr cool gemacht bei Tomb Raider, wie man hier seine Sachen upgradet, seine Waffen und allen drum und dran. Finde ich ziemlich gut gelöst. Nicht so viele Waffen, sondern einfach nur so eine Modifikation,
ist eine gute Sache. So, ich will noch einen anderen durchgehen hier. Wer haben wir schon alle Teile gefunden? Es fehlt nur noch der Schalldämpfer. Dann haben wir das auch komplettiert. Und das Gewehr auf 100%. So, Handfeuerwaffe. Da fehlt uns ja noch ein Teil, um die zu vervollständigen. Die Pistole. Das brauchen wir noch. Mehr Munition. Ergonomischer Griff. Mit Gummi verringert den Rückstoß. Ja, könnten wir jetzt eigentlich schon direkt upgraden. Aber ich glaube, ich spare mir das lieber noch auf das Bergungsgut für den Bogen oder wenn die Pistole hier besser ist. Oder das Gewehr mit dem Schalldämpfer. So oft benutzen wir die Pistole jetzt nicht mehr das Gewehr. Das können wir erstmal so lassen. So. Ausrüstung haben wir ja. Outfits. War auch einige, aber ich finde ihr Outfit eigentlich ziemlich cool. Das passt einfach zum Thema. Möchte man eigentlich nochmal hier so drüber schauen, einfach mal. Also wir sind jetzt... Nee, das war das erste Schützengraben. Da haben wir 32% von gemeistert. Es fehlen zwei Dokumente, zwei Reliquien, Geocachings 4 und die Schatzkarte fehlt noch. Und Geisterjägerin. Ich weiß nicht, aber was das ist. Küstenwald. Also kommt man hier also dann so peu à peu durch. Ich will jetzt aber nicht dahin reisen. Ich will eigentlich nur mal eben die Karte suchen. Ups, nee, so nicht. So. Also das sind alle die Lager, die wir haben. Wo wir jederzeit hinreisen können. Was aber jetzt für... um dann in das Spiel weiterzukommen, anscheinend nicht relevant ist. Höchstens halt, um die ganzen Sachen hier mal einzusammeln. Hier sollen wir eben schauen. Sonnenkiller, Schatzkarte, Geocache. Hügelgrab. Grabräuberin. Achso, das stimmt, das hatten wir ja. Fehlt noch was? Ich suchte Gräber. Da, 2 von 2. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eins verpasst habe. 1 von 1. Aber die Gräber sind nicht am coolsten. Durchsuchte Gräber. 0 von 2. Bei der Barackenstadt. Da haben wir zwei Gräber noch gar nicht gefunden. Ah. Das ist blöd. Muss ich irgendwann vielleicht nochmal nachholen. Da habe ich alle. Da habe ich alle. Auch alle und auch alle. Also zwei Stück fehlen mir bisher. Ja, vielleicht mache ich das mal dann noch, wenn ich den Story-Modus durch habe, dass wir die noch nachholen. So, jetzt gehen wir aber erstmal weiter.